Hey, Sotti Leon hier. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Tarkov-Video und vor allem ist es Zeit für ein neues Tipps für Solo-PvP-Video. Und heute mit dem Thema Licht und Schatten in Escape from Tarkov. Ein Thema, was mir schon lange am Herzen liegt. Tarkov hat die Eigenheit, in dunklen Bildbereichen den Detailgrad und den Kontrast von Objekten so weit zu reduzieren, dass sie teilweise komplett mit dem Hintergrund verschmelzen und nicht mehr zu sehen sind. Und insbesondere auf Interchange passiert deshalb sowas relativ häufig und ja, damit gilt es umzugehen. Und wir schauen uns das gleich nochmal in der Zeitlupe an. Ich bin hier auf Interchange in den Tiefgaragen. Es ist ein Tag-Raid, also es ist nicht explizit die Nacht ausgewählt. Ihr seht es auch im Hintergrund, die Sonne geht hier gerade auf. Es ist draußen wirklich schon hell. Und trotzdem, wenn ich mich hier drin bewege, der Skef, der mich hier erschossen hat, steht links neben dem Durchgang, noch neben der Betonsäule, die man so leicht sieht. Und erst jetzt hier, wo das Mündungsfeuer kommt, hat man überhaupt eine Chance zu erkennen, dass da jemand ist. An der Stelle ist es aber auch schon zu spät. Und genau das werden wir jetzt für uns nutzen. So, ich bin jetzt mit euch auf Interchange gegangen in einen Offline-Raid. Hier ist gerade nicht das beste Wetter. Es ist relativ trüb. Aber ehrlich gesagt, ist es genau das perfekte Wetter, um euch zu demonstrieren, worum es mir in diesem Video geht. Nämlich um den Dunst, den Escape from Tarkov grundsätzlich in unsere Maps, in unsere Szenen hier hineinrendert und der dafür sorgt, dass Objekte in größerer Entfernung bei direkter Sicht sowohl an Farbigkeit als auch an Kontrast verlieren. Natürlich kann man argumentieren, dass dieses Wetter hier nicht in jedem Raid herrscht. 12 Uhr mittags bei perfekten Bedingungen ist dieser Dunst fast nicht vorhanden und die Sicht ist auf große Entfernung ziemlich optimal. Allerdings muss man sagen, 12 Uhr mittags ist es nun mal nur eine Stunde am Tag und derartig gutes Wetter haben wir auch in Tarkov lange nicht in allen unseren Raids, so dass das, was ich euch zeigen will, für mehr oder weniger die meisten Raids Bedeutung hat. Ich habe hier Interchange gewählt, weil gerade in den Tiefgaragen dieses Phänomen besonders deutlich wird und man hier auch besonders darauf achten muss, fast unabhängig davon, welches Wetter da draußen herrscht. So, und um euch das zu demonstrieren, gehe ich mal hier an diese Wand. Und ihr seht, ich bin hier in einem Bereich, wo kein direktes Licht einfällt. Da drüben ist so ein kleiner Lichtkegel von der Leuchtstoffröhre. Die ist aber mehr oder weniger hier 15 Meter hinter dem Auto, ist der Einfluss weg. Hier ist alles finster und nur wenn ich die Taschenlampe anmache, sehen wir hier, dass hier ein paar blaue Fässer stehen und dass diese Rohre rot sind. Ich gehe direkt an die Wand. Und im Video sollten jetzt die Kontrastverhältnisse schon so schlecht sein, dass ihr nicht allzu viel seht. So, aber was passiert, wenn ich mich jetzt rückwärts von dieser Wand wegbewege? Das schauen wir uns jetzt an. Und ich laufe jetzt einfach hier immer weiter. Und ihr seht, so langsam verschwinden da die Konturen. Und ihr seht genauso, wenn ihr genau darauf achtet, die Wand, auf die wir hier schauen, wird immer heller. Und das ist dieser Effekt, dieser Dunst, den Tarkov in alle Szenen rendert, egal ob ihr drin oder draußen seid. Ich gehe weiter nach hinten. Und der ehemals dunkle Bereich, in dem wir uns da gerade noch gestanden haben, wird so langsam mehr oder weniger taghell. Zumindest aus unserer Sicht jetzt hier. Und ich gehe mal noch ein Stück weiter. So. Hier bleibe ich jetzt mal stehen. Jetzt haben wir es eigentlich ziemlich optimal getroffen. So, der Bereich da und da hinten, die Unterscheidung, das ist ein Container. Das ist dasselbe Grau mehr oder weniger, was wir da haben in dem Bereich, wo eigentlich unsere Wand sein müsste, die wir nur vermuten können. Und damit lässt sich hervorragend nochmal demonstrieren, was dieser Dunst in Tarkov mit der Umgebung anrichtet. Wenn wir einfach mal vergleichen, wie diese blauen Zäune hier aussehen und beispielsweise der eigentlich grüne Container. Ihr seht also hier hervorragend, dass über die Entfernung
durch den Dunst den Tarkov in diese Szenen reinrennert. Einerseits die Farbigkeit der Objekte mit größerem Abstand immer mehr verloren geht und auch mit der Dichte, die dieser Dunst hat. Denkt an die wunderschönen Regentage in Escape from Tarkov, da ist das besonders schlimm. Und zum anderen gehen die Details, die Strukturen der Objekte verloren. Wenn ich hier den Container direkt anleuchte, dann seht ihr die Struktur, die Welligkeit der Wand. Nehme ich das Licht weg, verbleibt eine graue Silhouette. Nur wenn ich ins Scope gehe, ist hier noch ein bisschen was zu sehen. Wenn ich aber noch ein paar Meter weiter zurückgehe, ist auch das wieder weg. Es verbleibt wirklich nur noch die Silhouette, die ihr erkennen könnt. So, und damit haben wir den zweiten wichtigen Effekt, auf den ich euch hinweisen will. Die Helligkeit, die hier entsteht durch diesen künstlich hineingerenderten Dunst, ist entscheidend abhängig oder ist davon abhängig, wie weit ihr euch vom nächsten festen Objekt, wie weit ihr von dem nächsten festen Objekt entfernt seid. Das ist hier hinten unsere Wand, an der wir gestartet haben. Und wenn ihr euch jetzt mal hier die kleinen Kisten, die hier hinten stehen, anseht und den Container, dann ist es natürlich offensichtlich ganz normal, ne? Die Kisten, je weiter sie von der Wand weg sind, desto besser, desto dunkler heben sie sich von der Hintergrundhelligkeit dieses Dunstes ab, desto besser sind sie zu erkennen. Und an der Stelle ändert sich eben die Art und Weise, wie ihr euch im Spiel positionieren müsst, denn offensichtlich ist jemand, der da hinten sich im Dunkeln meint, nicht unbedingt wirklich im Dunkeln und schlecht zu erkennen für jemanden wie mich, der hier relativ weit weg steht. Um euch das zu demonstrieren, hat mir Peppy, ein Zuschauer aus meinen Streams, geholfen. Deswegen schalte ich jetzt gleich um und ihr seht unser beider Perspektiven in verschiedenen Szenen, die wir hier in Interchange in den Tiefgaragen aufgenommen haben, um euch zu demonstrieren, wie Lichtverhältnisse in Escape from Tarkov wirken und wie sie die Positionierung in einem Fight beeinflussen können. So, hier haben wir jetzt beide Perspektiven, links die von Peppy und rechts ist es meine Sicht. Die Qualität bei Peppy ist nicht ganz so gut, aber für diesen Test reicht es völlig aus, weil wir dann doch meistens stehen. Ich bewege mich meistens. So, ich zeige jetzt hier unten Peppy, wo er sich postieren soll, nämlich da, wo gleich mein Laser hin zeigt, geht er hinten an die Wand und dann machen wir einen ersten Test. Er steht in der Position und ich laufe auf ihn zu und jetzt schaut einfach mal in seine Ansicht, wie perfekt ich zu sehen bin, während ich meinerseits auf der rechten Seite nach wie vor keine Ahnung habe, dass er da hinten an der Wand ist. Und das Gegenstück, ich habe im Hintergrund jetzt auf einmal den Container und schon sieht auch Peppy nicht mehr, wo ich bin. Und hier mit der Taschenlampe sehen wir jetzt diese Effekte. Nur mit einer Taschenlampe sind wir also sichtbar und sobald man die wieder ausmacht, wird es wieder unsichtbar. So, ihr seht zwar wieder, Peppy geht wieder an die Wand und ist praktisch nicht mehr zu sehen für mich. Während er mich jetzt, weil ich ein paar Meter vor seinem Container bin, deutlich besser sieht. Und jetzt kommt er langsam auf mich zugelaufen und ihr könnt das wunderbar vergleichen, wie unterschiedlich die Sicht doch ist, die wir hier beide aufeinander haben. So, ich lasse das einfach mal laufen und ihr hört ja noch ein bisschen den Ton im Hintergrund. So, jetzt gehe ich zurück und bin meinerseits für Peppy am Container praktisch verschwunden, während er eben so 2-3 Meter vor der Wand steht und das reicht aus, damit ich seine Silhouette wunderbar erkenne. Und jetzt machen wir noch gleich ein paar Seitwärtsbewegungen, die eben jetzt auch deutlich machen, wie das Ganze aussieht, wenn man neben der Deckung steht und wieder vor den Container. So. Und demzufolge kann man jetzt schon davon ausgehen oder zeigt das extrem gut, wie vorteilhaft es teilweise sein kann, einfach nur vor einem Hindernis zu sitzen, anstatt hinter dem Container, vor dem ich jetzt sitze, versuchen vorzupieken. Denn durch das Pieken wäre ich genau so wie jetzt
wunderbar mit meiner Silhouette sichtbar, während wenn ich einfach davor sitze, hat er keine Chance, mich zu sehen. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. So, jetzt hier nochmal an anderer Stelle. Peppy sitzt vor dem Rad dieses LKWs. Ihr seht ihn da, relativ schwach. Wir kümmern uns noch ein bisschen um die Positionierung, damit das Beispiel jetzt wirklich perfekt ist. Na, genauso gut könnte er sich links da einfach vor die zwei Reifen setzen, dann wäre es noch einfacher so. Ich sehe ihn nicht und ihr seht jetzt auch mit der Taschenlampe. Keine Chance, ihn zu sehen. Wenn er ordentlich gegiert wäre, wäre es überhaupt kein Problem, mich zu erschießen. Erst jetzt reicht das Licht der Taschenlampe, um überhaupt ihn zu erkennen. Lange davor ist er also, und es ist ein Target auf Interchange, ist er nicht zu sehen. Einfach aufgrund der Problematik, die ich euch hier beschrieben habe. So, ich denke, das sind Beispiele, die sprechen für sich. So, ich laufe noch mal ein paar Meter zurück und ihr seht es jetzt hier. 25 Meter sind das etwa vom Abstand her und auf eine größere Entfernung ist selbst mit Taschenlampe nichts zu erkennen. Und jetzt laufe ich noch mal ohne Taschenlampe auf ihn zu. Ihr seht, meine Silhouette ist wunderbar dunkel, einfach zu erschießen, während ich ihn jetzt hier wirklich erst auf den letzten Meter erkenne. Und es ist eine sehr exponierte Position von ihm, wenn er da links, rechts ein bisschen falsch sitzen würde, dann würde man natürlich seine Beine erkennen. Deswegen machen wir hier nochmal einen anderen Vergleich. Peppy geht gleich hinter die Wand auf der rechten Seite und ich setze mich hier hinter die Sandsäcke. Ihr seht, ein ganz klassischer Fight, 50, 60 Meter auseinander. Ich könnte ihm hier wunderbar einen Headshot geben, weil er piekt hinter der Wand, hat eigentlich Deckung, aber ist für mich glaskalt zu erkennen. Und jetzt mache ich einen Move, den ich vor einiger Zeit wahrscheinlich noch nie gemacht hätte. Ich setze mich einfach vor die Wand. Und auch wenn Peppy jetzt hier ein paar Probleme mit seinem Energiehaushalt hat und gleich die Vignette hier kommt, dass man sieht, dass er am Verhungern ist, er schaut die ganze Zeit auf mich. Ich habe ihn gebeten, einfach mich suchen zu kommen, ohne dass er weiß, was ich gemacht habe. Und das Ergebnis ist eindeutig. Ihr seht es in seinem Bild. Ich bin für ihn wirklich nicht zu sehen, während ich die ganze Zeit hier die Möglichkeit hätte, auf ihn zu feuern. Und erst jetzt, auf etwa 10 Meter, komme ich in sein Blickfeld. Ja, und das ist natürlich etwas, was sich wunderbar in den Fights auch nutzen lässt. So, und damit ihr seht, dass sich dieser Effekt nicht nur auf Interchange ausnutzen lässt, sind wir jetzt hier zusammen nochmal auf Customs gegangen. Ihr seht auch hier strahlender Sonnenschein, hellerlichter Tag, bestes Wetter, das, was ich vorhin euch gezeigt habe, aller 12 Uhr mittags. Und jetzt bitte ich Peppy gleich einfach sich in die Ecke da vorne zu setzen, wo mein blauer Laser jetzt hinzeigt. Ganz typische Stelle, die, wenn man die Taschenlampe aus hat, normalerweise nicht im Blick hat. Und ihr werdet sehen, was dabei herauskommt. So, Peppy ist in Position. Ich gehe hier nochmal raus und gehe rein. Und es ist nichts zu sehen. Ja. Auch er hat Schwierigkeiten, weil ich hinten für ihn schon in diesem Sichtbereich auch des Scheinwerfers bin. Er taucht in einigen Momenten ganz schwach als Silhouette auf, aber jetzt sieht man es eigentlich perfekt. Ich bin wunderbar zu sehen, während er für mich nach wie vor im Dunkeln ist. Und wenn ich hier nicht die Taschenlampe anmache, habe ich keine Chance, ihn zu erkennen. Er zeigt sich hier durch das Blinklicht. Also ein wunderbarer Beleg, dass sich das auch in solchen Situationen ausnutzen lässt. Denn im Stress haben die Leute wirklich Schwierigkeiten, immer jeden Winkel abzuheben. So, und dann machen wir weiter. Ich schicke ihn jetzt hier nochmal in das Treppenhaus. Und testen wir auch das nochmal. Und jetzt komme ich hier nochmal in die Halle rein. Ihr wisst, wo er sitzt. Und ja, ich nehme an, ihr seht ihn genauso schlecht oder gar nicht wie ich. Erst jetzt hier kurz vor der Treppe wird er dann sichtbar und in der Regel ist es da schon zu spät, weil selbst so ohne die Taschenlampe ist er viel zu spät für mich zu erkennen. Er hat die deutlich bessere Position. So, und wir gehen eine Halle weiter und schauen uns das nochmal in einer anderen Situation an. Wie gesagt, auf Customs geht das ganz wunderbar. Peppy steht jetzt da hinten an der Wand, kurz neben den Fässern. Ihr seht es in seiner Sicht.
Er bewegt sich nicht, ich laufe einfach auf ihn zu. Er hätte die ganze Zeit Zeit gehabt, mich zu erschießen, ohne dass er wirklich in Deckung hinter irgendeinem Objekt gegangen ist, sondern er steht einfach nur an der Wand und das reicht in dem Falle aus, um mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Jetzt steht er ganz in der Ecke und da habe ich wirklich überhaupt keine Chance. Ich gehe davon aus, mindestens in 9 von 10 Fällen würde man oder ich auf alle Fälle an so einem Gegner definitiv vorbeilaufen, obwohl er offensichtlich direkt in meiner Sichtlinie sich befindet. So, Runde 3 in Halle 3 und hier klappt es nicht ganz so gut, weil Peppi jetzt von der Deckenleuchte doch angestrahlt wird, aber er ist trotzdem auf etwas größere Entfernung immer noch sehr schlecht zu sehen. Als Grundregel kann man sagen, je weiter euer Gegner von euch entfernt ist und je weiter ihr in seiner Sichtlinie von einem festen Objekt entfernt seid, desto besser seid ihr für ihn zu sehen. Und das ist das Entscheidende, wenn ihr überlegen müsst, wo ihr euch positioniert, gerade in diesen Fällen, wo es dunkel ist, wo die Sicht schlecht ist und wo der Dunst auf den Karten dafür sorgt, dass Konturen schlecht zu erkennen sind. Wenn ihr diese Regel beachtet, kommt ihr ganz gut durch die Fights durch. So, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid und euch das Video gefallen hat, wenn ich meine Sache in euren Augen gut gemacht habe, gebt mir ein Abo, ein Like, kommentiert, sodass dieser Kanal weiter wachsen kann. Ich sage Dankeschön schon mal und verabschiede mich hier mit einem kurzen Fight, den ich vor einigen Tagen auf Interchange und in einem Nachtraid hatte und in dem mir diese kleinen Tipps, die ich euch hier weitergegeben habe, meiner Meinung nach den Arsch gerettet haben. Viel Spaß dabei. Das ist 1070 ist ja, ich hab dich gesehen. Mensch, lauf! Scheiße, ist das dunkel. Und schon bin ich doch im Fight. Der ist da hinten.
Der hat mich hundertprozentig gesehen. So, Drill Sergeant Hartmann. Vielen, vielen Dank für das Prime-Abo. Gott, war der schwer zu sehen.